Die erste Saisonniederlage der Kickers aus Stuttgart wurde in Reutlingen in der 47. Minute der ersten Halbzeit eingeleitet. Volker Joost, der Torschütze, zum 1:0. In einem eher niveauarmen Spitzenspiel gelang dem ungeschlagenen Tabellenführer in der 64. Minute der Ausgleichstreffer. Alexander Dürr nutzte die Abwehrschwäche der Reutlinger aus. Ein Torwartfehler von Bernd Klaus besiegelte dann die Niederlage der Stuttgarter. Michael Mayer in der 74. Minute der Torschütze zum 2:1 Siegestreffer. Vor 4000 Zuschauer waren die Reutlinger die verdienten Sieger.